Hallo und herzlich willkommen beim Videotipp der Woche. Letzte Woche habe ich euch eine kleine Geschichte erzählt über Geld und die Liebe. Und diese Woche geht es um das Wasser. Du bestehst nämlich aus über 80% wissenschaftlich bewiesen aus Wasser. Und ich hatte vorgestern einen jungen Mann da, der einen 11-jährigen Sohn hat. Und er hat mich gefragt, so nebenbei, einfach nachdem wir fertig waren mit dem Ganzen, ich mache ja ein neues Projekt, über das ich noch nicht jetzt sprechen kann, aber es ist natürlich für euch, ich mache es wieder nur für euch und es wird wieder ein tolles Projekt werden. Und nachdem wir so ins Gespräch gekommen sind, sagt er so einfach zu mir, so als Frage, du hör mal zu, Christina, mein Sohn, der trinkt nicht genug, er ist halt nur teilweise bei mir und teilweise bei seiner Mutter, aber wenn er bei mir ist, trinkt er nicht genug. Und habe ich gesagt, wollte ich schon anfangen zu sprechen, wollte ich ein paar Fragen stellen, und dann bekam ich sofort eine Botschaft von oben. Und die Botschaft war, frag ihn denn, was er trinkt, was der Sohnemann trinkt. Denn es geht hier gar nicht um das, wie viel er trinkt, sondern die erste Frage, die ich stellen muss, was trinkt er denn? Denn die Engel haben mir gesagt, er trinkt nicht das, was er trinken soll, oder er weiß über das Wissen nicht Bescheid. Das wissen eigentlich fast überhaupt keine Kinder. Und da ich ja eine Revoluzerin bin, eine Rebellin, die gegen alles rebelliert, was ich nicht für gut finde, also ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, ich sage nicht immer das, was ihr hören wollt, und ich sage nicht immer das, was alle sagen, ich sage das, was meine Wahrheit ist und was ich für richtig empfinde und worüber ich Erfahrungen gemacht habe zum Beispiel. Und hier geht es eben um das Wasser. Und ich habe ihn gefragt, was trinkt denn dein Sohn? Hat er gesagt, ja. Und ihr müsst bedenken, der Sohn ist 11, hat er mir gesagt. Weil ich habe auch dann zwischendurch gefragt, wie alt ist er denn? Also, er trinkt gern Limonade und er trinkt gern Spezi. Dann habe ich es gleich mal so gemacht. Also ihr kennt vielleicht, wenn der mich kennt, der weiß, Spezi für ein Kind, da wird es mir gleich heiß. Und lauter so Sachen, so Fruchtsäfte und so Granini, hat er gesagt, und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, dann muss ich dir jetzt leider sagen, dass dein Sohn eigentlich gar nichts trinkt. Und dann schaut er mich so an, hat gesagt, wie meinst du das? Habe ich gesagt, weil Trinken für den Körper wirklich lebensnotwendig ist, das weißt du ja, das wissen wir alle. Und trinken eigentlich heißt, dass du dem Körper gute Energie gibst, die er braucht zum Leben. Wenn dein Körper nicht genug Flüssigkeit, und zwar die richtige Flüssigkeit, Intus hat, dann wirst du müde und schlapp und hast keine Energie mehr und weißt nicht mehr, was du tun willst. Dir wird schwummrig und so weiter. Du bekommst Kopfweh, das kennst du sicher auch, diesen Spruch, wenn jemand sagt, ich habe Kopfweh, dann kannst du ihn fragen, hast du denn genug getrunken? So, und jetzt kommt das wichtige Thema: Fruchtsäfte, Limonaden, Spezi, Cola, Cocktails, keine Ahnung. Das sind alles für mich Nachspeisen, Süßigkeiten. Ja? Wenn du Süßigkeiten zu dir nehmen möchtest in Form von Flüssigkeit, dann kannst du das machen mit Limonade. Egal, ob die jetzt Zuckerintus hat oder Süßungsmittel, natürliche, also unnatürliche Süßungsmittel wie Süßstoffe und so weiter. Das kannst du googeln. Es gibt inzwischen wirklich, glaube ich, also hier bei uns in Deutschland, fünf, sechs Süßungsstoffe, die immer drinnen sind, die immer gleich heißen. Und wenn irgendwas mit Ose endet, dann ist es sowieso irgendeine Zuckerart. Und die meisten Zuckerarten, bis auf Agavendicksaft oder Ahornsirup, sind wirklich schädlich für uns. Es entspricht nicht der Natur. Auch dieser weiße Zucker ist echt Gift für unseren Körper. Der macht uns schlapp, der macht uns kaputt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht jemanden kennst, der, wenn Zucker Intus hat, der, wenn Zucker zu sich nimmt, dann flippt der aus, dann wird der hippelig. Ja? ADHS zum Beispiel ist so ein Symptom für Kinder, die viel zu viel Zuckerintus haben. Also, wir haben in Deutschland regelrecht eine Zuckersucht. Ja? Hör mal mit dem Zucker auf. Also, ich habe. Wann habe ich denn aufgehört? Vor 2 oder 3 Jahren habe ich aufgehört im Sommer, genauso wie jetzt, so im Juni war das. Habe ich mal probiert, wie das ist, weil ich habe das überall gehört mit dem Zucker, und das wollte ich ja ausprobieren. Ich probiere ja alles aus, was mich interessiert. Und ich habe aufgehört mit Zucker. Komplett aus der Nahrung, komplett gestrichen. Da ich ja
zu Hause arbeite und ganz oft eben zu Hause essen kann. Das heißt, ich kann mir selber kochen, konnte ich natürlich den Zucker total ignorieren. Und ich habe nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken, wo irgendwelche Zucker- oder Zuckeraustauschstoffe drinnen sind. Ich hatte Kopfweh. 14 Tage Kopfweh. Und ich wusste nicht warum, bis mir jemand gesagt hat, das hatte ich auch, als ich mit dem Zucker aufgehört habe. Und ich habe, wie bitte? Der Körper reagiert mit Kopfweh, wenn du mit Zucker aufhörst. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt irgendwo essen war und ich habe nachher Kopfweh einen Tag später zum Beispiel, dann weiß ich, aha, die haben Zucker benutzt. Also auch jetzt ist es noch so, wenn ich irgendwann Zucker bekomme, aus Versehen, weil ich irgendwo am Essen war und nachher wieder keinen Zucker mehr esse, in den Stunden nachher, reagiert der Körper sofort. Weil er muss es wieder abbauen. Diese Kopfschmerzen kommen nicht daher, dass du Zucker brauchst. Du brauchst Zucker, aber den guten, den Obstzucker. Und der Körper reagiert deshalb, weil er sagt, ich muss es abbauen. Ja, der Zucker muss den Körper so schnell wie möglich verlassen. Und das ist halt ziemlich schwierig für den Körper, weil er eben nicht natürlich ist. Der weiße Rübenzucker, sieht der nach einer Rübe aus? Nein, es ist, der ist kristallin weiß. Auch Rohrzucker, keine Ahnung. Sieht denn das Obst oder das Gemüse so aus, wie der Zucker jetzt aussieht? Nein, er ist komplett technisch verändert worden. Und jetzt ist die Frage, als natürlich der Mann gesagt hat, der Papa gesagt hat, er mag halt einfach so gern Spezi, habe ich gesagt, um Gottes Willen, bitte gib ihm keinen Spezi. Warum? Weil im Spezi nicht bloß Limonade und Kohlensäure, lass dir das Wort mal auf der Zunge zergehen, Säure. Wir geben unserem Körper Säure, nur weil wir es so gewohnt sind, weil wir es gelernt haben in unserer Kindheit, weil unsere Eltern auch nichts anderes getrunken haben. Aber wir sind jetzt hier, um aufzuwachen. Also wenn du dir das Video anschaust, dann möchtest du vielleicht einen Schritt weitergehen, du möchtest aufwachen, du möchtest schauen, was tut mir nicht gut, was ist schlecht für mich, für meinen Körper, für meine Kinder. Also Zucker in der Limonade, Süßungsstoffe, Austauschstoffe, Kohlensäure und Scheiß Koffein für Kinder. No go, geht gar nicht. Die Kinder schlafen nicht mehr, die werden total hippelig, die werden süchtig nach dem Scheiß. Also, das ist eigentlich das schlimmste Getränk. Noch schlimmer wäre natürlich Cola. Da ist ja alles drinnen. Egal, ob du jetzt Cola Zero, Cola, was weiß ich, Light, Cola Normal, egal. Ja? Das Einzige, was der Körper braucht, und wir sprechen hier jetzt von der Flüssigkeit, ist stilles Wasser ohne Kohlensäure. Mein Wasser zum Beispiel in meinem Haus, weil ich eben den Besitzer kenne, ist komplett gereinigt und energetisiert. Ich habe eigentlich das beste Leitungswasser hier in der ganzen Umgebung, weil ich halt den ganzen Tag nur Leitungswasser trinke oder Tee. Natürlich keinen Teintee, keinen schwarzen, keinen grünen, keinen weißen Tee. Ja? Als ich mit dem Kaffee aufgehört habe, ich habe ja genauso wie jeder hier draußen in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, ist ja ganz egal. Ich dachte morgens, gebt mir eine Tasse Kaffee, sonst kann ich nicht aufwachen. Dieses Gefühl hast du. Wenn du aufhörst, denkst du, ich schaffe es nicht. Ich schaffe diesen Tag nicht. Und ich habe mit dem Kaffee aufgehört, weil ich ihn nicht mehr vertragen habe. Ob mit oder ohne Koffein. Ich wusste aber nicht, warum. Also ich musste aufhören. Gott sei Dank, jetzt im Nachhinein musste ich aufhören. Und ich habe gemerkt, wenn ich keinen Kaffee mehr trinke, das ging so ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, 14 Tage, glaube ich. Nach 14 Tagen habe ich bemerkt, dass mich der Kaffee viel müder macht, als ob ich keinen Kaffee trinke. Das ist der Wahnsinn. Es ist auch so ein Suchtmittel. Denn der Kaffee, wenn du jetzt hier auf Normallevel bist, der Kaffee schwingt dich, oder auch bei Cola, bei schwarzem Tee und so weiter, schwingt dich in die Höhe im ersten Moment und nachher bist du aber hier und nicht mehr hier. Wenn du keinen Kaffee trinkst, bist du immer auf Normallevel. Ich werde nicht mehr müde. Ich muss nicht mehr morgens eine Tasse Kaffee. Ich mache mir ein warmes Glas Wasser. Ich mache mir Zitronensaft rein. Also ich presse eine halbe Zitrone aus, gebe die in warmes Wasser, weil ich einfach warmes Wasser liebe. Ich hasse kaltes Wasser. Es kommt darauf an. Abends zum Beispiel trinke ich das Ganze kalt. Da mag ich das kalt. Morgens mag ich es lauwarm. Ich presse mir eine halbe Zitrone in ein 0,5 Liter Getränkgefäß. Und mach mir da warmes Wasser rein, das trinke ich am Morgen. Das pusht dich. Das macht dich fit und energiegeladen für den Tag. Es hilft deiner Leber, das Fett weiter zu verarbeiten, das du am Abend zum Beispiel aufgenommen hast. Aber das ist ein anderes Thema. Also
alles, was du an Flüssigkeiten zu dir nimmst, wo künstliche Süßstoffe oder Zuckeraustauscharten oder Zucker drin sind, ist eine Art Süßigkeit. Das ist eine Nachspeise, sage ich immer zu meinen Kindern. Du kannst dieses blaue Getränk einmal trinken, okay, ich kaufe es dir. Wenn ich es nicht kaufe, was tun die Kinder? Die kaufen sich selber und ich bekomme es nicht mit. Also ich kaufe es den Kindern, sie dürfen es einmal trinken. Die merken dann sowieso, dass es nicht gut ist, weil sie es ja nicht so oft bekommen. Sie haben sich nicht an diesen Geschmack gewöhnt. Und dann ist das Thema wieder vom Tisch. Ja, aber sie hatten die Möglichkeit, dieses coole, blaue, gelbe, rote, keine Ahnung, Getränk mal zu probieren, weil andere es auch jeden Tag trinken. Ich kann mich sogar noch erinnern an unsere Kindergartenzeit. Es gab tatsächlich Kinder, die hatten Spezi in der Kindergartenzeit dabei. Es gab ein Kind, es war ein Junge, und es gab ein Kind, es war ein Mädchen, es hatte immer jeden Tag einen Saft dabei. Es hat kein Wasser getrunken oder Tee, so wie meine Kinder. Die habe ich von Anfang an dran gewöhnt. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich erst mit 20 Jahren umgewöhnt. Ich bin mit Limonade aufgewachsen. Mit 20 Jahren habe ich mich umgewöhnt, Wasser zu trinken. Das ist eine Sache von ein paar Wochen, dann willst du nur noch Wasser. Und dieses Mädchen hat immer Saft dabei gehabt. Immer eine Schorle, Apfelschorle, was weiß ich, rote Schorle, keine Ahnung. Und das Kind hatte, als sie in die Schule kam, alle Zähne hier schwarz, komplett schwarz, die sind alle ausgefallen. Es war ganz, ganz schrecklich, mir hat es so leid getan, aber was soll ich tun? Ja? Auf jeden Fall, es ist so, Flüssigkeiten mit Zucker und Zuckeraustauschstoffen tun dir nicht gut. Wenn du sie trinken möchtest, sieh sie als Süßigkeit, sieh sie als Dessert und sieh sie nicht als Getränk. Schau, dass du wirklich, wenn du dir Gutes tun möchtest, du hast nur diesen einen Körper in diesem Leben, tu ihm was Gutes. Was sagte Teresa von Avila? Beschütze deinen Körper, tu deinem Körper was Gutes, damit deine Seele gern darin wohnt. Ja, stimmt zwar nicht, weil die Seele natürlich nicht gern in einem Körper wohnt oder auch nicht. Es gibt es gar nicht, weil die Seele ist überall daheim. Die Seele ist immer unversehrt und heil und heilig, egal welcher Körper. Aber der Spruch ist doch schön, oder? Tu was Gutes für deinen Körper, tu was Gutes für dich. Gib ihm das, was er braucht. Gestern auf dem Live-Fest habe ich zum Beispiel, im allerletzten Vortrag hat der Tobi Beck einen super Satz gesagt. Er hat gesagt, kauf nur Lebensmittel mit nur 5 Inhaltsstoffen auf der Rückseite der Packung. Und dann hat er gesagt, und ich habe gesagt, genau, das sehe ich auch so. Und dann hat er gesagt, kauf nur Lebensmittel ohne Inhaltsstoffe. Und ich habe gesagt, noch besser, das stimmt. Wenn du einen Apfel kaufst, da gibt es keine Rückseite, wo Inhaltsstoffe draufstehen. Oder wenn du eine Paprika kaufst oder eine Gurke oder eine Tomate, da gibt es das nicht. Kauf nur Bio-Sachen, kauf wirklich ohne Pestizide. Die Pestizide machen deinen Körper kaputt, ziehen dir Energie ab, machen dich müde, machen dich krank und so weiter. Aber es ist ein anderes Thema. Also heute, sehr ernstes Thema, sehr schwierig. Ich weiß, es will keiner hören, ich weiß es. Aber ich möchte eben, dass es euch besser geht. Ich mache das nur, dass es euch besser geht. Weil ich gemerkt habe, mir geht es besser und auch allen, die ich kenne, die das genauso machen, denen geht es besser, wenn sie sich nicht mehr von diesen giftigen Stoffen beeinflussen lassen. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass du den Sprung schaffst und ich wünsche es dir. Und wenn du Fragen hast, schreib mir. Wenn du Unterstützung brauchst, schreib mir. Ich helfe dir gerne. Ich möchte, dass jeder gesund ist und jeder seine Probleme aufarbeitet und jeder, dass es eben gut geht und jeder glücklich ist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.